Es ist wieder bunte Live-Zeit, das ist eine gute Zeit. In München begrüße ich Barbara Fischer von Bunte. Hallo Barbara, wie geht's dir heute? Hallo, gut, und dir? Ganz fantastisch, denn heute reden wir über spannende Themen. Es wird ganz schön hochadelig bei uns und der deutschen liebsten Schwedenkönigin war bei uns. Das erzählen wir, wen sie am Grab ihrer Eltern besucht hat und was sie da mitgebracht hat. Und außerdem Ausreißer Harry ist vielleicht schon bald wieder in England. Das ist auch ein spannendes Thema. Aber ich freue mich wie ein König darüber, dass wir Fotos haben von Gisele Bündchen, meiner Meinung nach der schönste Frau der Welt. Und die heizt gerade ganz schön die Gerüchteküche an. Warum? Das stimmt. Sie zeigt sich gerade in Miami beim Stand-Up-Paddeln, sexy im knappen Bikini und ja, nicht alleine, wie wir sehen. Und zwar ist bei ihr Joaquim Valente. Der ist nämlich kein Unbekannter in letzter Zeit. Er ist ihr ja, vermeintlicher Freund und er ist Kampfsporttrainer, nicht nur von ihr, sondern auch von ihren Kindern. Und die beiden wurden immer wieder in letzter Zeit gemeinsam gesehen, beim Yoga machen, beim Spazierengehen und sie wirken sehr vertraut miteinander. Und Gisele hat sich sogar selber schon zu ihm geäußert. Also sie hat im März in einem Interview mit Vanity Fair gesagt, dass sie nur Freunde sind, aber dass er ihr gerade ja in dieser schweren Zeit nach der Scheidung mit Tom Brady hilft und auch für die Kinder da ist und er so ein bisschen ihr ja neue positive Energie gibt, weil er so voller Energie wäre. Also sie heizt natürlich mit solchen Bildern wieder die Liebesgerüchte an. Ja, das Erbe nach Tom Brady anzutreten ist wahrscheinlich auch gar nicht so leicht. Wahrscheinlich schlau, dass sie sich da ein bisschen zurückhalten. Sieht man denn ab und zu Zärtlichkeiten von den beiden Austauschen? Was sagt das Umfeld? Ja, also man hat jetzt noch nicht gesehen, wie sie sich zum Beispiel küssen oder so, aber sie wirken halt einfach sehr innig miteinander. Ich meine, sie verbringen wirklich viel Zeit miteinander und sie vertraut ihm ja auch ihre Kinder an. Und ich glaube, was halt jetzt so für sie schön ist, dass er so ein bisschen das Gegenteil von Tom Brady ist. Weil wir kennen ja Tom Brady als einer, ja, als einen der größten Sportler in den USA. Ne? Und er ist ja sehr karrierebesessen, sehr ehrgeizig und hat ja auch so ein bisschen Gisele so ein bisschen in den Schatten gestellt, muss man sagen, in den letzten Jahren. Sie hat sich ja so ein bisschen zurückgezogen, hat sich um die Familie gekümmert. Und ich glaube, dass sie sich so ein bisschen selbst verloren hat. Und durch ihn kann sie sich jetzt wieder so ein bisschen verwirklichen. Ich glaube, er gibt ihr ganz viel Energie. Ich glaube, sie sind beide auch sehr spirituell und ich glaube, er zeigt ihr so ein bisschen wieder, dass sie ja selbstbewusst sein kann, selbstsicher sein kann und hat ihr so ein bisschen dieses Gefühl von einer Frau wiedergegeben. Und ich glaube, dadurch ist diese Basis, glaube ich, ganz gut für eine Beziehung. Ich würde es mir sehr wünschen für die beiden, dass sie glücklich sind. Ein schönes Paar sind sie allemal und es gibt nur eins, was besser ist als eine Gisele Bündchen, eine glückliche Gisele Bündchen. Kommen wir zu Prinz Harry und Herzogin Meghan. Es heißt, Harry steht unter ihrem Bann. Ihre Liebe und ein gemeinsamer Fluch bei den Royals, das ist ein ziemlich heißes, brodelndes Thema gerade. Was steckt hinter diesem Gerücht der Gehirnwäsche? Ja, das stimmt. Ich sage jetzt mal so, es gibt ja ständig Gerüchte um Krisen der beiden. Und jetzt befeuert jemand die Krise, nämlich Paul Burrell. Paul Burrell ist vielleicht für den einen oder anderen ja kein Unbekannter. Er ist ein ja ehemals Vertrauter des Königshauses und der ehemalige Butler von Prinzessin Diana. Also die beiden haben 10 Jahre lang zusammengearbeitet. Hier sehen wir ihn auch. Ja, also er kennt die Familie. Und er hat jetzt in einem Interview mit einem britischen Sender echt noch mal ganz klar gesagt, Meghan ja, wäre eigentlich schuld an allem. Sie hätte Harry unter eine Gehirnwäsche sozusagen unterzogen und er wäre total geblendet von ihrer Schönheit und jeder würde es eigentlich sehen, außer er. Und er ist sich eigentlich ganz sicher, dass die beiden sich trennen werden, nur dass es Harry aktuell einfach noch nicht schafft, weil er natürlich ja liebend Vater ist, liebend gerne und er natürlich auch weiß, wenn er zurückgehen würde und wenn er sich trennen würde, würde er natürlich seine Kinder kaum mehr sehen. Aber er ist sich eigentlich ganz sicher, dass Charles und auch William ihn wieder mit offenen Armen aufnehmen werden und dass Harry in naher Zukunft wieder zurück nach England kehren wird. Spannend. Ist auf jeden Fall eine Liebe, die viel aushalten muss. Wie verlässlich ist dieser Paul Burrell als Informant oder Insider? Wie nah ist er noch dran am royalen Leben? Also natürlich hat er dieses Verhältnis, er kennt die Familie, das heißt, er hat auf jeden Fall mehr Wissen als wir. Aber Fakt ist, er hat seit Jahren keinen Kontakt mehr zur Familie. Und er hat sich natürlich auch so ein bisschen unseriös gemacht, indem er natürlich in den letzten Jahren immer wieder Sachen gesprochen hat und ja, Romane veröffentlicht hat. Deswegen, also er ist keine sichere Quelle aktuell mehr.
Okay, bleibt also spannend. Vielen Dank. Wir bleiben beim europäischen Hochadel und das hat es in sich, Luxus pur und ein Schloss mit stolzen 215 Mann. Wo es das gibt? In Niedersachsen auf Schloss Bückeburg lebt Fürst Alexander zu Schaumburg-Lippe gemeinsam mit seiner Herzdame Prinzessin Makame in nicht gerade bescheidenen Verhältnissen. Und bunte Adelsexpertin Sandra Heumann durfte sich das imposante Schloss und das Privatleben des Fürsten aus nächster Nähe anschauen. Wie lebt eigentlich ein Fürst zusammen mit seiner Fürstin? Natürlich in einem Schloss. Zu Gast bei Fürst Alexander zu Schaumburg-Lippe, eine der schillerndsten Figuren des deutschen Hochadels. Sein Wohnsitz, ein Märchenschloss, mitten in Deutschland mit über 200 Zimmern. Die Leute fragen immer, wie viel Putzhilfen braucht man? Die Antwort ist erstaunlicherweise eine. Diese eine fängt am Anfang eines Monats an und am Ende des Monats hat sie die Runde gemacht und dann geht's wieder von vorne. Bunte Reporterin Sandra Heumann bekommt exklusive Einblicke in das Leben im Schloss. Ein Blick durchs Schlüsselloch quasi. Wir starten im Ballsaal. Ein Raum, der sehr persönliche Erinnerungen weckt. Ja, das ist unser Prunkstück. Der sieht zwar sehr rokoko aus, aber er ist spätes 19. Jahrhundert. Er ist also historisierend. Das hat den Vorteil, dass er der größte Saal in Deutschland seiner Art ist. Und hier habt ihr auch eure Hochzeit gefeiert? Hier haben wir unsere Hochzeit gefeiert. Wir hatten einen langen Hochzeitstisch in der Mitte und ganz viele runde Tische drumherum. Und diese Marmorsäulen sind übrigens aus sogenannten Marmorstuck. Der kommt aus Prag. Das war damals das Nobelste, was es überhaupt gab. In den Ecken des Saals Köpfe von vier römischen Politikern, Figuren der Geschichte von zweifelhaftem Ruf. Warum stellt man vier Bösewichte in so einen Saal? Um die Bewohner eines Hauses daran zu erinnern, dass man sich anständig zu benehmen hat. Das Schloss als Veranstaltungsort vermarktet Prinz Schaumi selbst. Jährlich veranstaltet er unter anderem die legendäre Landpartie am 2. Juniwochenende. Immer an seiner Seite ist Makame, Konzertpianistin und gebürtige Iranerin. Seit 2021 ist sie mit dem Fürsten verheiratet. Wow, bravo. Und wie ist es, hier wieder am Ort zurück zu sein, wo ihr geheiratet habt? Oh, wow. Das war der allerschönste Tag in meinem Leben. Ich habe nur gute Erinnerungen an diesen Tag. Meine Mutter war da. Das war alles so schön. Das Highlight unseres Lebens. 205 Zimmer hat Schloss Bückeburg. Auch Schaumis Sohn Donatus aus früherer Ehe und Ex-Frau Lili wohnen mit auf dem Gelände. Von uns werden hier 10 Zimmer bewohnt im Nebenflügel. Mein Sohn hat unten noch eine Einliegerwohnung. Außerdem hat meine Ex-Frau Lilly dort noch eine Wohnung. Wenn wir das jetzt alles zusammenrechnen, dann reden wir vielleicht von unter Brüdern 20, 25 Zimmern. Auch die privaten Räume dürfen wir heute sehen. In diesem Salon empfängt man Gäste zum Plaudern, Fernsehen oder Kickern. Der Raum hat übrigens auch 2 Geheimnisse. Ja, das ist unser roter Salon hier. Der war ganz früher das Arbeitszimmer meines Großonkels. Und weil er befürchtet hat, dass er von dort belauscht wurde, da war nämlich eine Tür, hat er dort einen Kamin eingebaut. Geheimnis Nummer 2. Wie leger geben sich Fürst und Fürstin im Wohnzimmer? Dann sehen wir schon mal aus, als hätten wir die Kontrolle über unser Leben verloren. Ja. Es gibt eine Jogginghose im Schloss? Es gibt mehrere Jogginghosen im Schloss. Die werden ja aber auch für das Jogging mit nötig. Nahezu jede freie Minute verbringen Alexander und Makame mit Musik. Zum Frühstücksritual gehört es, täglich eine andere CD zu hören. Und abends wird gemeinsam musiziert. 9 Pianos gibt es übrigens im Schloss. Die große Liebe zu finden, die so gut Piano spielt und so ein gutes Musikverständnis hat, das ist etwas ganz Einmaliges und Spezielles. Wir danken für die Gastfreundschaft und Hausführung und kommen gerne wieder. Denn bei so einem Megaschloss ist es unmöglich, alles an einem Tag zu sehen. Ein herrliches Schloss, wunderschöne Bilder aus Bückeburg und was für ein tolles, sympathisches Paar, den wünscht man alles Gute. Machen wir königlich weiter bei Bunte Live. Wir hatten gerade royalen Besuch in Deutschland. Heimaturlaub, Barbara, du weißt mehr.
Das stimmt. Königin Silvia von Schweden war endlich wieder da, und zwar in ihrer Geburtsstadt in Heidelberg zur Feier des 50-jährigen Bestehens der deutsch-schwedischen Gesellschaft. Hier sehen wir sie auch noch mal, total süß. Sie war auch total berührt, wieder in ihrer Heimat zu sein. Und ja, sie wurde als Ehrenbürgerin ausgezeichnet für ihr soziales Engagement. Und es war total nett, weil sie einfach so ein bisschen auch über ihre Kindheit erzählt hat, wie sie dort aufgewachsen ist natürlich. Und man hat auch richtig gemerkt, dass sie wirklich emotional berührt war, muss man sagen. Ihre Eltern sind dort begraben. Ja, das stimmt. In der Nähe von Heidelberg. Die hat sie natürlich auch besucht. Das macht sie eigentlich jedes Mal, wenn sie dort ist. Und das war auch ganz nett, weil sie war nicht alleine da. Sie war mit ihrem Lieblingsfloristen da, Hans-Peter Martes. Und das ist total nett, weil hier sieht man jetzt zum Beispiel nochmal, das war auch total nett, die Nichte von ihr oder ihre Patentochter auch. Und da hat sie ihre Tochter Amalia mitgebracht. Und die beiden haben sich zum ersten Mal gesehen. Das war auch total nett, weil sie wurde von ihrer Familie begleitet. Und ja, die Familie hat uns auch gesagt, dass sie sich echt eng miteinander stehen und sich gut verstehen. Ah, wundervolle Bilder. Vielen Dank, Barbara.